Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV. Ja, zweifellos denke ich, dass zweifelsfrei der beste Tag im fußballerischen Dasein meiner Karriere, muss ich ganz ehrlich sagen. Phänomenal, wo man aus Plauen hergekommen ist mit dem Bus. Ich glaube, die Fahrt von Plauen bis hierhin war 1,5 Stunden lang mit diversen Aufenthalten an Tankstellen. Und dann ist man hier auf den Hauptmarkt gekommen, wo man eigentlich dachte, ja gut, werden jetzt vielleicht 1.000, 2.000 Zuschauer sein, die vielleicht hier stehen. Am Ende des Tages waren es 6.000 Zuschauer. Und das Gefühl war halt unbeschreiblich. Also, dass man sowas erlebt selber in seiner Karriere, und wir sprechen ja, sage ich mal, nur vom Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga, ist absolut wahr, geil. Naja, dass natürlich die Brandmeldeanlage innen drin angegangen ist, aufgrund der Pyrotechnik, die gezündet worden ist, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und natürlich die Emotionen, also sowas habe ich noch nie erlebt, sage ich mal, dass die Leute so euphorisch gewesen sind, wie bei dem Aufstieg schon im Plauen und dann halt hier auch nochmal. Ja, absolut schönes Gefühl, und das kann ja keiner mehr nehmen. Liebe FSV-Fans, damit das wisst, meine Mission ist noch nicht beendet. Ich werde ein Jahr in Zwickau verlängern und möchte, dass wir nächste Saison nochmal maximalen Erfolg haben, denn mir liegt viel am Herzen, dass ich für meinen Herzensverein weiterspielen kann, darf, und es macht mir absolut Spaß, mit dieser jungen, hungrigen Truppe zu spielen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, noch mal ein Jahr hier Fußball zu spielen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.